herzlich willkommen zu diesem Video. Es geht heute um die Fehlersuche in elektrischen Anlagen. Ich werde zunächst einige allgemeine Hinweise geben und anschließend bestimmte Fehlerfälle betrachten. Wie immer richtet sich dieses Video nur an Elektrofachkräfte, in diesem Fall ganz konkret an auszubildenden Elektronikerberufen. Dies ist keine Anleitung für Laien. Als Laie sollten Sie keine Fehler in elektrischen Anlagen beheben. Wir betrachten also heute Fehlerfälle in elektrischen Anlagen. Dazu gebe ich einige Tipps für die einfache Fehlersuche. Wir gehen von der Situation aus, dass der Kunde anruft und sagt, dass die Sicherung rausfliegt. Dazu zunächst einige allgemeine Überlegungen, auch hinsichtlich Ihres eigenen Verhaltens. Sie sollten ruhig bleiben bei der Fehlersuche, Sie sollten freundlich bleiben. Vergessen Sie bitte nicht, dass aus Sicht des Kunden der LS-Schalter, der Leitungsschutzschalter oder die klassische Schmelzsicherung und eine RCD alles Sicherungen sind. Wenn der Kunde von einer Sicherung spricht, heißt das noch lange nicht, dass er damit einen LS-Schalter meint, so wie in diesem Bild gezeigt. Es kann genauso gut die RCD rausgeflogen sein. Verfahren Sie bitte gegenüber den Kunden nicht in technische Details, er wird es nicht verstehen. Machen Sie keine Prognosen über den Aufwand der Fehlersuche oder über die Kosten. Sie kennen den Fehler schließlich noch nicht. Wenn Sie während der Fehlersuche feststellen, dass die Fehlersuche lange dauert oder Sie den Eindruck haben, Sie werden den Fehler nicht finden, holen Sie sich Rat bei erfahrenen Leuten. Es macht sonst keinen Sinn, die Fehlersuche wird sonst schlicht und einfach zu teuer. Denken Sie bitte immer an die 5 Sicherheitsregeln. Sie wissen, dass die Fehlersuche auch extrem gefährlich werden kann. Sollte die Anlage in einem sehr schlechten Zustand sein oder nicht mehr auf gutem technischen Stand, dann machen Sie bitte den Kunden darauf aufmerksam, aber sprechen Sie anschließend auch mit Ihrem Chef darüber. Das ist sehr wichtig. Der instand gesetzte Teil der Anlage muss sicher sein. Machen Sie keinen Fusch, generell nicht. Denn Sie tragen die Verantwortung, nicht der Kunde. Der Kunde kann Ihnen die Verantwortung auf gar keinen Fall abnehmen. Sie stehen bis zur Übergabe der Anlage immer in Verantwortung. Passieren später Unfälle in der Anlage, werden Sie dafür zur Verantwortung gezogen, nicht der Kunde, selbst wenn er Sie beauftragt hat, den Fusch zu machen. Vergessen Sie bitte auch nicht, die Zeit im Auge zu behalten, denn wenn Sie merken, dass die Reparatur wohl länger dauern wird, dann hat es ja einfach keinen Zweck mehr, dabei anzufangen. Eventuell müssen Sie dann sogar defekte Teile der Anlage vorübergehend außer Betrieb nehmen. Wenn Sie das tun, müssen Sie natürlich an viele Dinge denken, zum Beispiel ob dabei Kühltruhen, Kühlschränke, Alarmanlagen oder sogar medizinische Geräte abgeschaltet werden. Das müssen Sie natürlich kontrollieren und dafür sorgen, dass nichts Wichtiges über Nacht abgeschaltet bleibt. Wenn die Reparatur sehr teuer wird, sollten Sie, bevor Sie beginnen, mit dem Kunden oder mit dem Chef darüber sprechen. Sie müssen natürlich immer damit rechnen, dass der Kunde, wenn Sie zu ihm kommen, aufgeregt ist oder sauer ist, ängstlich, freundlich oder er redet zu viel oder er redet zu wenig. All das ist ein Problem, mit dem Sie umgehen müssen. Denken Sie bitte immer daran, dass Sie selber freundlich und ruhig bleiben müssen, sonst hat es keinen Zweck. Wenn Sie nun zur Tat schreiten, dann hören Sie zunächst dem Kunden zu und lassen den Kunden aussprechen. Das ist sehr wichtig. Denn Sie brauchen die Informationen über den Fehler. Sie kennen ihn ja schließlich nicht. Klären Sie unter anderem folgende Dinge, bevor Sie suchen. Hat es Neuanschaffungen in dem Haus gegeben? Sind Geräte repariert worden? Gab es Umbauten in der Wohnung oder Umbauten beim Nachbarn? Gibt es Schäden im Haus, Wasserschäden? Es muss ja nicht immer gleich so aussehen wie hier. Wer ist zurzeit im Haus? Das ist eine ganz wichtige Information, denn Sie greifen in die elektrische Anlage ein und schalten möglicherweise für andere Leute, die im Haus sind oder in der Wohnung sind, wichtige elektrische Verbraucher ab. Ist jemand zusätzlich in die Wohnung eingezogen und hat vielleicht etwas verändert an der Elektrik? Dann gibt es natürlich noch ein paar klassische Fragen wie die, wann der Fehler zum ersten Mal aufgetreten ist oder wie oft tritt der Fehler auf, zum Beispiel zu einer bestimmten Tageszeit. In welcher Situation tritt der Fehler auf? Beim Einschalten bestimmter Geräte oder beim Ausschalten? Welche Anlagenteile sind betroffen? Gibt es besonders kritische Anlagenteile, Betrieb von Medizinprodukten? Das ist durchaus denkbar. Das geht sogar so weit, dass Geräte in Häusern betrieben werden, die lebenswichtig sind für manche Personen. Die sind dann zwar batteriegepuffert und trotzdem sollte man die natürlich nicht unkontrolliert vom Netz nehmen. Gibt es laufende Maschinen etc.? Wenn Sie nun an die elektrische Anlage gehen, an die Sicherung, so wie der Kunde meint, dann haben Sie natürlich die RCD vor Augen, den FI-Schutzschalter und auch die Leitungssicherung.
Und Sie fragen sich zunächst natürlich mal, welchen Bemessungsdifferenzstrom hat denn die RCD in dem betroffenen Anlagenteil, beziehungsweise welche Bemessungsströme haben die Sicherungen in dem betroffenen Anlagenteil. Lassen Sie sich den Fehler nun zeigen, passen Sie aber auf, dass Sie den Fehler nicht einfach unkontrolliert neu erzeugen. Bringen Sie niemanden in Gefahr, das ist natürlich sehr wichtig. Als ersten speziellen Fall möchte ich mir nun den vollkommenen Kurzschluss ansehen. Vollkommen bedeutet dabei ja, dass die Fehlerstelle einen niedrigen Übergangswiderstand hat und somit in diesem Fall natürlich ein großer Kurzschlussstrom fließen wird. Wir sehen den Fehler hier abgebildet, entweder innerhalb der elektrischen Anlage oder aber in einem Verbraucher wird in diesem Fall der Außenleiter L1 mit dem Neutralleiter vollkommen kurzgeschlossen. Das heißt, es fließt hier ein sehr großer Strom über diese Fehlerstelle und wird diese Sicherung zum Auslösen bringen. Die RCD wird nicht auslösen können in diesem Fehlerfall, denn der Strom fließt ja über diese RCD in die Anlage und auch über diese RCD wieder hinaus. Sehr wichtig bei der Fehlersuche ist es natürlich nun, dass Sie diesen Fehler möglichst nicht nochmal auftreten lassen. Nach dem Auffinden und Beseitigen des Fehlers sollten Sie unbedingt die ganze Anlage besichtigen, denn es ist ja ein sehr großer Strom geflossen, der möglicherweise an anderen Stellen auch noch Schäden verursacht hat. Sie sehen sich alles an, Sie können nach der Inbetriebnahme möglicherweise sogar Fehler akustisch wahrnehmen, aber durch Riechen werden Sie in diesem Fall auch mögliche Stellen finden, die etwas angebrannt sind. Weisen Sie den Kunden bitte auf eine Wiederholungsgefahr hin, wenn sein Verhalten dazu geführt hat, dass dieser Kurzschluss aufgetreten ist. Oder aber beseitigen Sie die Fehlerquelle endgültig. Wechseln Sie alle defekten Teile aus, die möglicherweise beschädigt worden sind. Das kann ja so weit gehen, dass sogar einzelne Klemmen ausgewechselt werden müssen. Ich möchte an dieser Stelle auch noch auf das Thema Selektivität zu sprechen kommen. In einer ordnungsgemäßen Anlage ist es ja so, dass die Sicherung, die am nächsten an der Fehlerquelle sitzt, auslösen soll und nicht die weiter vorne liegenden Sicherungen. Es ist ja ganz offensichtlich, warum das der Fall ist, denn so kann ich den Fehler viel besser finden. Außerdem wird nur der Anlagenteil abgeschaltet, in dem der Fehler vorkommt. Das erreicht man ja dadurch, dass man die Sicherung abstuft. Also der Bemessungswert der Sicherung wird vom Anfang der Anlage bis zum Endstromkreis immer weiter herabgestuft. Sie müssen aber auch damit rechnen, dass in einer alten Anlage beim Auftreten eines vollkommenen Kurzschlusses in einem Endstromkreis sogar Sicherungen in der Hauptverteilung herausfliegen oder sogar im Hausanschlusskasten. Das kann dann damit zusammenhängen, dass diese Sicherungen ein gewisses Alter erreicht haben und schlicht und einfach diesem Strom dann nicht mehr gewachsen sind. Denn bei dem Fehler, den wir hier sehen, kann ja nun auch durchaus ein Strom von über 100 Ampere auftreten, sodass also auch der Bemessungswert dieser Sicherung und auch im Hausanschlusskasten überschritten wird. Und wenn die nun eine gewisse Alterung erlebt haben, dann können sie dabei auch auslösen. Wenn Sie nun in eine Anlage gerufen werden, in der im Hausanschlusskasten die Sicherungen herausgeflogen sind, dann müssen Sie natürlich sehr vorsichtig sein, denn Sie wissen ja gar nicht, in welchem Teil der Anlage dieser Fehler aufgetreten ist. In einem Einfamilienhaus ist das dann noch recht einfach zu orten. Als Auszubildender können Sie so eine Arbeit am Hausanschlusskasten nur unter Aufsicht vornehmen und dann, wenn man Sie vernünftig anleitet. Dazu gehört natürlich in diesem Fall ganz klar auch, dass Sie die persönliche Schutzausrüstung vorschriftsgemäß tragen. Besonders wichtig ist es am Hausanschlusskasten, dass Sie beim Setzen oder Ziehen von Sicherungen vorher dafür gesorgt haben, dass sämtliche Lasten aus der Anlage herausgeschaltet worden sind. Denn wenn Sie hier Sicherungen unter Last ziehen, wird es Lichtbögen geben, die extrem gefährlich sind. Das Phänomen tritt nicht auf, wenn Sie vorher alles freigeschaltet haben, sodass eben kein Strom mehr über diese Sicherung fließt. Dann dürften keine Lichtbögen auftreten. Das Gleiche kann auch passieren, wenn Sie die Sicherung wieder reinsetzen. Wenn Sie damit sofort eine Last aufschalten, kann es auch hier zu Lichtbögen kommen. Oder aber die Sicherungen werden schlagartig so überlastet, dass es da auch zu großen Problemen kommen kann. Seien Sie extrem vorsichtig, wenn Sie am Hausanschlusskasten arbeiten. Der zweite Fall, den ich hier betrachte, ist der unvollkommene Kurzschluss, bei dem es aber noch zu einer Auslösung der Sicherung kommt. Unvollkommen bedeutet ja, dass an der Fehlerstelle ein gewisser Übergangswiderstand herrscht, zum Beispiel 5 Ohm, wodurch bei einem 230 Volt Stromkreis 46 Ampere Stromstärke entstehen würden über diese Fehlerstelle.
Der Fehler ist also deutlich kleiner als bei dem zuvor angenommenen vollkommenen Kurzschluss. Das bedeutet nun, dass die Sicherung zeitverzögert auslösen wird. Auf jeden Fall ist damit zu rechnen, dass der Abschaltvorgang bis zu einige Sekunden dauern kann, wodurch natürlich auch schon eine gewisse Brandgefahr entstanden ist. Denn ein Strom von 46 Ampere über diese Strecke überlastet diese Leitung in aller Regel schon sehr stark. Die Abgrenzung zum Fall 1 ist schwierig, denn auch hier ist die Sicherung rausgeflogen. Die RCD kann hier natürlich auch nicht rausfliegen, denn der Fehlerstrom fließt ja über diese RCD in diesen Anlagenteil und auch über diese RCD wieder zurück. Was hier jedoch nicht zu erwarten ist, dass weiter vorgeschaltete Sicherungen zum Beispiel im Hausanschlusskasten oder in der Hauptverteilung herausfliegen, denn dieser Strom ist ja nicht so groß geworden, so ist damit zu rechnen, dass tatsächlich die letzte Sicherung vor der Fehlerstelle auslöst. Das ist zwar nicht ganz sicher anzunehmen, dürfte aber in den meisten Fällen so sein. Der dritte Fall, den ich mir nun ansehe, passt nicht so ganz in dieses Video, denn ich gehe in diesem Fall davon aus, dass die Sicherung nicht auslöst. Und dann ruft natürlich auch der Kunde nicht an, denn er wird diesen Fehler gar nicht bemerken. Diesen Fehler sollten Sie aber unbedingt kennen, denn der ist extrem kritisch. Sie sehen, dass eine erhebliche Brandgefahr in dieser Anlage besteht. Ich spreche über einen unvollkommenen Kurzschluss ohne Auslösung der Sicherung oder über eine Überlastung. Es ist also hierbei anzunehmen, dass in der Anlage ein Fehlerstrom, ein nennenswerter Fehlerstrom von L1 zu N fließt. Das kann ja hier direkt in der elektrischen Anlage geschehen oder aber auch innerhalb eines Verbrauchers. Diese Leitungen werden überlastet. Die Sicherung löst jedoch noch nicht aus, da der Strom, der hier fließt, noch nicht so groß ist, dass er die Sicherung zum Auslösen bringt. Dieser Fall ist realistischer, als Sie vielleicht denken, denn Sie gehen vielleicht zunächst davon aus, dass diese Leitungen ja erst bei 16 Ampere überlastet sind, wenn Sie hier eine 16 Ampere Sicherung gesetzt haben. Es kann aber durchaus dazu kommen, dass hier 20 Ampere fließen über diese Strecke und die Sicherung trotzdem noch nicht auslöst. Schaut man sich die Sicherungskennlinien an, wird man sehen, dass bei 20 Ampere die Abschaltdauer extrem groß ist. Ein anderer Fall, der hier anzunehmen ist, ist der, dass hinten an einer Steckdose zum Beispiel Betriebsmittel angeschlossen werden, die dem Strom von 16 Ampere, den ich hier jetzt mal als Sicherungswert annehme, überhaupt nicht gewachsen sind. Die sind für 10 Ampere oder für noch weniger ausgelegt. Wenn nun in diesem Verbraucher ein unvollkommener Kurzschluss oder eine Überlastung auftritt, fließt innerhalb dieses Verbrauchers durchaus ein Strom, der wesentlich höher ist als das, wofür dieses Gerät ausgelegt wurde. Und es kommt hier zu einer unzulässigen Erwärmung und damit zu einer erheblichen Brandgefahr. Besonders bekannt ist dieses Problem bei Mehrfachsteckdosen, die häufig auf 10 Ampere Belastung ausgelegt sind und häufig natürlich in Stromkreisen betrieben werden, die mit 16 Ampere abgesichert sind. Schießt man nun an diese Mehrfachsteckdosen mehrere Verbraucher an, die dann zum Beispiel insgesamt eine Stromaufnahme von 16 Ampere haben, so ist die Dreifachsteckdose an sich permanent überlastet. Da es nun keine Abschaltung gibt, wird die damit verbundene Erwärmung früher oder später zu einem Brand führen können. Das tritt relativ häufig auf und wird von Elektrofachkräften, die selber diese Erfahrung noch nicht gemacht haben, sehr häufig unterschätzt. Ein Fall, bei dem das auftreten kann, habe ich gerade schon genannt. Das sind Betriebsmittel, die für kleinere Stromstärken ausgelegt sind, als denn die Sicherung in der Verteilung die Anlage schützt. Andere Fehlerquellen können defekte Isolation innerhalb der Anlage sein. Oder aber, dass hier zu große Sicherungen eingesetzt worden sind. Sie müssen insbesondere dann auf den Sicherungswert achten, wenn Sie in alten Anlagen Sicherungen austauschen, bei denen Sie den Eindruck haben, dass sie recht niedrig angesetzt sind. Sie finden zum Beispiel eine 10 Ampere Sicherung in einer Verteilung und vermuten, dass der Stromkreis bis 16 Ampere belastbar ist. Sie sollten dann aber auf gar keinen Fall eine 16 Ampere Sicherung setzen, denn der Elektriker, der vielleicht vor vielen Jahren schon hier eine 10 Ampere Sicherung gesetzt hat, wird sich was dabei gedacht haben. Es kann nämlich sein, dass die Verlegeart
zusammen mit dem Querschnitt, die Häufung der Leitung oder aber auch die Länge der Leitung es nicht zugelassen haben, dass hier eine 16 Ampere Sicherung gesetzt wird. Da Sie diese Dinge nicht so ohne weiteres überprüfen können, sollten Sie auf keinen Fall den Wert so ohne weiteres erhöhen. Denn dann kann genau das passieren, was ich gerade bereits beschrieben habe. Erst bei 16 Ampere wird abgeschaltet oder sogar noch etwas später, während aber schon bei 12 Ampere oder bei 14 Ampere hier eine permanente Überlastung entsteht, die dann dazu führt, dass es zu Bränden kommen kann. Fall 4 ist der vollkommene Körperschluss oder ein vollkommener Erdschluss. Vollkommen bedeutet dabei ja wieder, dass die Fehlerstelle sehr niederohmig ist und es damit zu einem sehr großen Strom kommt. Wir sehen das im Bild wieder abgebildet. Entweder innerhalb der Anlage kann ein niederohmiger Fehler von einem Außenleiter zu einem Schutzleiter auftreten oder aber direkt zur Erde. Das gleiche kann auch passieren innerhalb eines Verbrauchers. In diesem Fall hat der Außenleiter L eine niederohmige Verbindung zu diesem Körper, der an den Schutzleiter angeschlossen ist, und somit kann der Fehlerstrom über diesen Weg abfließen. Da dieser Widerstand sehr klein ist, wird der Bemessungsdifferenzstrom der RCD schlagartig überschritten. Damit ist die Differenz zwischen diesem Weg und dem zurückfließenden Weg über die RCD sofort sehr groß und die RCD wird schlagartig auslösen. Der Strom kann dabei aber auch so groß werden, dass die Sicherung auslöst. Es gibt nun also drei Fälle. Fall A ist der, dass nur die RCD auslöst, das ist ein recht wahrscheinlicher Fall. Fall B ist, dass nur die Sicherung auslöst, dieser Fall ist nicht ganz so wahrscheinlich, kann aber auch vorkommen. Das heißt, die Sicherung hätte schneller ausgelöst als die RCD. Oder aber, was eine gewisse Wahrscheinlichkeit hat, ist der Fall, dass beide auslösen. Ansonsten gelten hier die gleichen Spielregeln wie beim vollkommenen Kurzschluss, denn man muss bedenken, dass hier ein sehr großer Strom zum Fließen gekommen ist und somit auch vorgeschaltete Anlagenteile zu Schaden gekommen sein können. Es kann auch sein, dass wieder in der Hauptverteilung oder im Hausanschlusskasten Sicherungen geflogen sind und somit eventuell auch hier eingegriffen werden muss. Das heißt, Sie müssen wiederum hier den ganzen Anlagenteil unbedingt intensiv betrachten, um nachzuschauen, ob nicht schon gewisse Schäden durch den großen Strom aufgetreten sind. Fall 5 entspricht dem Fall 4, nämlich einem Körperschluss oder einem Erdschluss. Jedoch gehe ich in diesem Fall davon aus, dass die Fehlerstelle unvollkommen ist. Das heißt, sie hat einen gewissen Übergangswiderstand. Den möchte ich aber hier so groß annehmen, dass mindestens der halbe Bemessungsdifferenzstrom fließt und die RCD tatsächlich auch auslöst. Das könnte also ein Fehlerstrom sein von zum Beispiel 20 mA, der hier schon die RCD zum Auslösen bringt, oder aber ein Fehlerstrom von 40 mA, der die RCD dann sicher zum Auslösen bringt, wenn es sich denn um eine RCD mit einem Bemessungsdifferenzstrom von 30 mA handelt. Es kann aber auch ein Fehlerstrom sein von zum Beispiel 5 Ampere, der hier fließt. Weiterhin möchte ich hier annehmen, dass der Fehlerstrom nicht so groß wird, dass die Leitungssicherung auslösen kann. Wenn Sie diese Fehlersituation antreffen, können Sie natürlich nicht so ohne weiteres sicher sein, dass der Fehler unvollkommen war, denn die RCD hat ja ausgelöst. Dahinter kann nun ein vollkommener oder ein unvollkommener Fehler stecken. Hier möchte ich aber weiter den unvollkommenen Fehlerfall betrachten. Dabei kann es zu einer sehr merkwürdigen Situation kommen. Dazu müssen Sie sich gedanklich diese beiden Fehler rausnehmen, die wir hier sehen. Der Fehler soll also im Verbraucher auftreten. Nehmen wir nun an, dass dieser Verbraucher tatsächlich einen richtigen Isolationsfehler hat, bei dem es zu einem Fehlerstrom von 40 mA kommt. Dann wird natürlich beim Einschalten dieses Verbrauchers die RCD rausfliegen. Sie können diesen Verbraucher als defekt identifizieren und ihn reparieren oder auswechseln. Der Haken an der Sache ist aber nun folgender. Wenn Sie diesen Verbraucher einschalten, kann die RCD herausfliegen, obwohl der Verbraucher selber keinen Fehler hat. Sie können also nicht sicher sein, dass beim Einschalten dieses Verbrauchers, wenn denn daraufhin die RCD herausfliegt, dieser Verbraucher defekt ist. Denn es könnte ja sein, dass in dieser Anlage bereits zum Beispiel 17 mA Fehlerstrom fließen. Die 30 mA RCD löst so gerade noch nicht aus. Sie schalten nun dieses
Gerät mit ein und in diesem Gerät kommt es zu einem Stromfluss des Außenleiters zum Körper und damit zum Schutzleiter, der vielleicht 2 oder 3 Milliampere beträgt, durch Entstörkondensatoren oder warum auch immer. Dann wird möglicherweise die RCD aufgrund des Zuschaltens dieses Gerätes auslösen. Es ist also keineswegs sicher, dass das Gerät defekt ist, nur weil bei dessen Einschalten die RCD auslöst. Sie müssten nun also eine Isolationsmessung dieses Gerätes durchführen, um wirklich sicher zu sein, dass die Auslösung an diesem Gerät gelegen hat und nicht etwa schon dadurch, dass die Anlage mittlerweile viel zu empfindlich geworden ist aufgrund von bereits bestehenden Fehlerströmen. Es kann Ihnen außerdem passieren, dass zum Beispiel bei einer Waschmaschine oder einem Geschirrspüler dieser Fehlerstrom erst dann eine Rolle spielt, wenn diese Maschine in einen bestimmten Betriebszustand geschaltet hat, bei dem dieser Fehlerstrom erst auftritt. Also zum Beispiel bei einem Geschirrspüler könnte es sein, dass erst mit dem Zuschalten der Heizwicklung dieser Fehlerstrom auftritt. Dann sind diese Fehler natürlich besonders schwer zu identifizieren. Es kann Ihnen hier ferner passieren, dass die Fehlerströme, die in der Anlage bereits vorhanden sind, mal mehr oder weniger groß sind und dadurch mit dem Zuschalten dieses Gerätes die RCD manchmal auslöst, manchmal aber auch nicht. Das sind also wirklich schwer zu findende Fehler. Sie sollten hierbei unbedingt eine Isolationsmessung dieses Gerätes durchführen, bevor Sie sicher sind, dass dieses Gerät defekt ist. Stellen Sie sich vor, Sie tauschen es gegen ein neues aus und der Fehler besteht weiterhin. Sie sollten dann in der Anlage aber auch nach weiteren Fehlerquellen suchen und sich den Zustand der Anlage insgesamt natürlich recht genau ansehen. Abschließend möchte ich noch den Fall besprechen, bei dem ein Fehlerstrom auftritt, der unterhalb von I-Delta N halbe bleibt oder aber gerade so groß ist, dass die RCD noch nicht auslöst. Dies kann nun wiederum durch einen unvollkommenen Körperschluss oder durch einen unvollkommenen Erdschluss auftreten. Es kann aber auch sein, dass in der Anlage Ableitströme fließen, zum Beispiel von Geräten, die Entstörkondensatoren enthalten oder aber von Warmwassergeräten, bei denen standardmäßig schon Ableitströme vorkommen. Es ist also durchaus denkbar, dass in der Anlage Fehlerströme fließen, die die RCD nicht zum Auslösen bringen. Das können tatsächlich Fehlerströme aufgrund von Körperschlüssen oder Erdschlüssen sein, zum Beispiel auch durch Isolationsfehler kann das passieren. Es kann aber auch sein, dass reguläre Ströme, sogenannte Ableitströme, manchmal auch Schutzleiterströme genannt, fließen und somit ein Fehlerstrom vorhanden ist. Ich gehe aber halt in diesem Fall davon aus, dass der Fehlerstrom die RCD noch nicht zum Auslösen bringt. Dabei kann natürlich auch nicht die Leitungssicherung abschalten, weil der Fehlerstrom viel zu klein ist, jedenfalls nicht, wenn nur diese Situation besteht. Das ist in der Regel nicht als Fehler zu bewerten. Sie sollten aber in den Anlagen grundsätzlich dafür sorgen, dass die Ableitströme möglichst klein sind. Denn die Anlage wird mit jedem Ableitstrom oder auch Fehlerstrom, der da hinzukommt, immer empfindlicher, sodass am Ende beim Zuschalten von ganz kleinen Verbrauchern, die möglicherweise einen weiteren Ableitstrom erzeugen oder einen kleinen Fehlerstrom erzeugen, die RCD schon auslösen. Sie müssen auch bedenken, dass die regulär vorhandenen Ableitströme maximal den 0,4-fachen Wert des Bemessungsdifferenzstroms der RCD aufweisen dürfen. Das heißt, bei einer 30 mA RCD wären das so mit 12 mA, die maximal über den Schutzleiter durch Ableitströme fließen dürfen. Naja, da kann man sich schon recht leicht ausrechnen, wenn schon 12 mA über den Schutzleiter abfließen oder über die Erde abfließen, dass dann, wenn bereits 3 mA an echten Fehlerstrom dann noch hinzukommen, die RCD schon auslösen kann. Damit machen Sie die Anlage recht empfindlich. Sie sollten also dafür sorgen, dass diese Ableitströme möglichst klein sind oder aber, dass die Anlagenteile, in denen Ableitströme auftreten, mit einer separaten RCD geschützt werden, damit die ganze Anlage nicht super empfindlich wird. Ja, das waren die Fehlerfälle, die ich Ihnen hier zeigen möchte. Selbstverständlich ist es so, dass das Ganze nur ausschnittsweise betrachtet werden konnte. Ich hoffe aber, Sie konnten ein bisschen damit anfangen. Ich würde mich natürlich sehr über ein Like freuen und natürlich noch mehr über ein Abo. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.